Danke mich. Wir flitzen ja immer durch. Pop, 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 pop. So. Yes. Na, wir können ja unten schon. Ah, wir können uns hier einmal kurz hinsetzen. Einmal kurz Herzen auffüllen. Dum, die dum. Da, die dam, dam. Dum, da, die dam, dam. So. Und weiter geht's. Da. Dam, die da, dam, da. Du, du. Okay, im Moment ist nicht viel zu sagen, weil viel Lauferei. Der Tempel ist echt viel, viel Lauferei. Vor allem Hin- und Herlauferei. Mit Zeit verändern. Aber ist ein schöner Tempel. Ja, Tempel, Schiff. Ist ein schönes Schiff. Dauert halt nur Ewigkeiten. Bis man hier mal zu was kommt. So, einmal kurz noch speichern. Ach, hätte ich mich auch hinsetzen können. Egal, speichern. Und ab zum Boss. Wenigstens den Dungeon heute noch fertig machen. Ja. So. Nicht ganz. Andersrum. Genau so. Aha. Und machen wir es wieder kaputt. Ich finde Türen übrigens toll, die man einmal aufschließt und dann bleiben sie auf ewig offen. Finde ich echt geil. Knarrt's. Und rein da. Aber ging. Ja, ist klar. War logisch. Wo kommt der denn jetzt her? Ja. Ach so. Hehe. Geh wieder, ich habe dir etwas zu berichten. Wir scheinen zu einem riesigen Monster zu gehören. Es scheint, als würde das Schiff angegriffen. Es besteht eine Wahrscheinlichkeit von 80%, dass das Schiff untergeht, wenn du nichts tust. Ich empfehle dir, diesen Tag mit der heiligen Kraft zu durchtrennen und draußen nach dem Rechten zu sehen. Okay. Heilige Kraft ist das hier. Das ist auch noch nicht schlecht. Au, das war ein Fass. So. Hier oben standen ja nur zwei Fässer. Oha. Das ist nicht gut. Lass doch nicht alles schief werden hier. Sehr interessant. Der Boss hat zwar absolut storytechnisch gar nichts zu suchen, aber doch hätte er, wenn. Gewitter, ich muss dich warnen. Das ist die einzige Tür, die heilig geblieben ist. Sie muss magisch sein. Ich spüre eine dunkle Präsenz hinter dieser Tür. Es besteht eine Wahrscheinlichkeit von 80%, dass der Ursprung der Tentakel in der Nähe befindet. Ich rate zur äußersten Vorsicht, wenn du nach draußen gehst. Okay. Warum ist es draußen dunkel? Achso, deshalb ist es draußen dunkel. Wo ist das Schiff? Deshalb kann man das Schiff nicht verlassen. Natürlich. Tentakel, Tentakel, Tentakel. Nicht gut.
Eine Medusa. Uraltes Meeresgang Daidagos. Was zur Hölle? Wie soll ich den denn besiegen? Achso, ich habe schon eine Idee. Wenn er hochkommt, in sein Auge schießen, ne? Wäre doch eine Sache. Dein Auge auf. Und fabbel nicht so rum. So. Okay. Okay, nee, weiter geht's. Jetzt haut er auch noch. Was war das denn? Was zur? Soll es nicht wegdrücken? Getroffen. So, fail. Er kommt wieder irgendwo. Von da und von da. Jetzt. Was haben wir nehmen? Wo war's das? Oder dreht er jetzt ganz durch? Der macht das Feld mal klein. Ich würde sagen, ich muss hoch. Dankeschön. Ja. Ach, jetzt noch den Namen. Sehr gut. Ja, was ist mit dir? Komm runter. Mach das immer kleiner auf. Ja, ich fange in der Phase wieder an. Ah, ja. Was zur Hölle? Komm.
stirbt, wenn man hier runterfällt. Hochinteressanter Bus. Auch wenn sehr leicht zu durchschauen. Und ja. Bling. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Teleporter. Teleporter. Oder auch nicht. Achso, ja, ist klar. Wir nehmen aber erstmal das Herzteil. Den Herzcontainer meine ich. So. Und dann holen wir uns doch mal die Flamme. Sehr gut. Sehr, sehr schön. Wow. Neues Schwert. Oh yeah. Was soll das denn jetzt? Yeah. Oh yeah. Und wie sieht's jetzt aus? Mit der blauen und der grünen Flamme. Osama hat dein Schwert gestärkt. Feuer hält neue Macht. Du kannst nur mit der Aura-Suche mehr Dinge erspüren. Bling. Super. Dö, dö, dö. Da, da. Yeah. In der Szene. Super. Das Drive aus der Weisheit. Jupiter, ich habe nun die Kraft, dich ein neues Lied zu lehren. Kehr dafür zur Stätte der Lieder zurück. Ja, kehr zurück zur Stätte der Lieder. Ist egal, sinngemäß ist es das Gleiche. Möchtest du das Spiel speichern? Ja, wir machen hier aber direkt mal Speichern und Ende. Ich würde mal sagen, das war's mit Let's Play The Legend of Zelda Skyward Sword. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.